Moinsen, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zum Video. In diesem Video möchte ich mit euch über den Verwüstungsdämonenjäger sprechen. Und zwar, was für Änderungen zum 9.1 kommen, haben wir ja bereits schon in dem letzten Video gesprochen. Na klar, kommt ein Damage-Buff. Allerdings möchte ich mit euch auch über die besten Legendaries hier sprechen und generell über den besten Pakt. Ja, also ganz, ganz klar, der, wie wir schon im letzten Video besprochen haben, der Demon Hunter bekommt jeweils einen 15% Schadensbuff. Das Konduit verursacht nun oder erhöht nun den Schaden über Zeiteffekt anstatt den Burst-Schaden. Genau, Fair Rush von 500% wurde auf 500% reduziert von 600%. Das haben wir allerdings alles schon besprochen. Lass uns auch mal direkt zu den Legendaries kommen. Genau, Legendaries. Das beste Legendary für den Demon Hunter in 9.1 ist im Single Target Burning Wound. Ne? Das ist sehr, sehr stark im Single Target. Kollektiv ist für AOE und Cleave Damage sehr, sehr stark. Und Dark Glare Moon, das kann funktionieren in einigen Situationen in Kombination mit Dämonisch. Ne, da müssen wir mal gucken, wie das Ganze sich dann, wie das Ganze synergiert. Lass uns mal zu den neuen Pakt Legendaries kommen. Das Kyriana Legendary. Eure Paktfähigkeit, also eure Kyriana Paktfähigkeit, spaltet nun zwei zusätzliche Seelenfragmente ab und ihr generiert den Buff Blaine Face vor 20 Sekunden. Für jede Seele, für jedes Seelenfragment, das ihr einsammelt und konsumiert, während ihr den Buff Blaine Face aktiv habt, bekommt ihr 1% Mastery und 10 Fury. Ich muss allerdings sagen, die Synergie mit dämonischen Appetit ist da. Allerdings ist es so, dass das Legendary absolut underrated ist. Das ist wirklich schlecht. Ja, nimmt das nicht mit. Lass uns mal zum Necrolord Legendary kommen. Ja, Dämonic Oaths. Es ist so, sobald der Dämon explodiert, werden 5 Gegner in der Nähe in Brand gesetzt und das Ganze hält 5 Sekunden lang an. Und eure Paktfähigkeit ist, also die Zeit ist insgesamt um 8 Sekunden erhöht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Legendary ist auch nicht stark. Ja, ich hoffe ganz ehrlich, dass Kyriana und Necrolords, dass die Legendaries nochmal überarbeitet werden und auf jeden Fall stärker gemacht werden. Das hat auf jeden Fall einen guten Ansatz. Allerdings glaube ich, dass es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht mithalten kann mit den anderen Legendaries. Wir müssen warten. Ich denke mal, ich hoffe, es wird überarbeitet. Kommen wir nun zu dem wohl interessantesten neuen Legendary, und zwar Blazing Slaughter. Es ist einfach so, sobald ihr die Jagd benutzt, bekommt ihr die Feuerbrandaura und das Ganze in Kombination mit dem Talent Ungebundenes Chaos, ja, was dann sowieso euren Schaden noch einmal dann halt im neuen Szenario dann nicht um 600, sondern um 500% erhöht. Leute, das heißt, ihr bekommt zweimal einen Fell Rush mit 500% mehr Schaden. Und dazu noch einmal hier 3% extra Beweglichkeit für jeden Gegner, den ihr getroffen habt. Ne? Das ist der Wahnsinn. Also ganz ehrlich, dieses Talent, das müssen wir, beziehungsweise dieses Legendary, das müssen wir im Auge behalten. Das ist wirklich sehr, sehr stark und ich wittere da wahnsinniges Potenzial. Lass uns mal weitermachen mit dem Venture-Pakt. Ja, das Legendary Agony Gaze, es ist einfach so, dass euer Siegel, sobald ihr es einsetzt, eure Paktfähigkeit, dass der Schaden davon um 10% erhöht ist. Und als Verwüstungsdämonenjäger benutzt ihr nochmal euren Augenstrahl. Ja? Und im Schaden, den ihr währenddessen verursacht, erhöht noch einmal die Dauer um 0,5%. Also ich denke mal, das Legendary, das hat auf jeden Fall Potenzial. Allerdings zum jetzigen aktuellen Zeitpunkt ist es einfach zu schwach. Ja? Ich hoffe ganz ehrlich, dass sich das nochmal in die gute Richtung entwickelt, so in die Richtung Night Fae, so dass es alles gut synergiert, denn aktuell ist das Night Fae Legendary einfach nur Wahnsinn. Ja? Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Genau, kommen wir dann mal zu den beiden Legendaries, die ihr auf jeden Fall noch einmal recraften solltet, falls ihr die haben solltet. Es ist einfach so, dass das schon mal eine Standard-Legendary hier für AOE und Cleave, das braucht ihr nicht, weil es halt sowieso im Rücken und im Gürtel drin ist. Aber die beiden, die müsst ihr umcraften. Ja? Burning Wound und Chaos Theory müsst ihr dann in euren Rücken am besten, im Bestfall umcraften oder halt in euren Gürtel. Lass uns mal zum besten Pakt kommen. Also der beste Pakt ist nach wie vor der Night Fae Pakt. Besonders halt in Kombination mit dem neuen Legendary
Das wird sich auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut sehen lassen. Und genau, Leute, ich wünsche euch alle einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den Demon Hunter Guide. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon in diesem Video gesagt? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall freue ich mich schon wahnsinnig auf den Demon Hunter Guide. Der wird auch nicht lange auf sich warten lassen. Ja, ich habe eine Gilde gegründet auf dem Server BlackRock. Und zwar die Chelborn Army. Auf der Horde-Seite in der Videobeschreibung habe ich meine rechte Hand Lights verlinkt. Sein Battletag. Wir suchen aktuell noch für den Heroisch Raid-Kader, für Mythic Plus und fürs PvP-Leute. Meldet euch gerne bei Lights. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.